Servus zusammen. Ich bin der Joachim Seitz, Bäckermeister, Brotsommelier. Ich leite mit meinem Bruder in dritter Generation die Bäckerei Seitz in Schrobenhausen. Wir haben vor 2 Jahren jetzt auf Bio umgestellt, sind da sehr stolz drauf, dass wir den Schritt gewagt haben und Stand jetzt eigentlich ganz gut damit fahren. Die Kunden nehmen das Gott sei Dank sehr gut an. Ich habe vor, das Backwarensortiment komplett auf Bio umzustellen. Schauen wir mal, wie sich der Markt jetzt gerade so entwickelt. Jetzt ist alles ein bisschen schwierig. Corona-Krise, Ukraine-Krise, die ganzen Widrigkeiten, die jetzt da so ein bisschen entstanden sind, machen das Ganze nicht einfach. Aber wir stehen halt einfach dahinter. Ich habe es jetzt auch beim Personal gemerkt. Die sind da stolz drauf. Die wissen jetzt, was sie da drin machen. Wir verzichten gänzlich auf Vormischungen. Das macht einfach mehr Stolz. Fairerweise muss man sagen, wir haben auch schon unsere Vormischungen verarbeitet. War einfach so. Manchmal aus, wie soll ich sagen, Personalnot, manchmal aus Unwissenheit. Jetzt ist man einfach viel bedachter. Gerade jetzt auch mit dem Sommelierkurs ist man auch darauf gestoßen worden, auf die Gesamtheit und die Wichtigkeit von Brot einfach einmal mehr zu achten. Und jetzt müssen wir nur versuchen, das auch dem Kunden näher zu bringen. Auch Lieferketten, die früher ja eigentlich keine Beachtung gefunden haben. Früher haben wir einfach da eingekauft, wo es am günstigsten war. Ob jetzt das der Bäcker-Einkauf war oder sonst irgendein Zulieferer. Heute schaut man drauf, dass man regional einkauft und man möchte gar nicht glauben, was alles möglich ist. Wenn man zum Beispiel an Kümmel denkt. Kümmel ist für mich ein Produkt gewesen, ein Rohstoff. Da denke ich vielleicht an Afghanistan oder sonst irgendwas, wo der vielleicht wachsen kann. Weit gefehlt. Wir haben einen Bauern kennengelernt. Der ist uns einfach zugelaufen. Der hat mit seinem Bulldog vor uns am Café angehalten, hat sich ein Eis gekauft und hat mich dann gefunden oder entdeckt und sagt zu mir, du, ich habe was für dich. Und da ist eine Zusammenarbeit entstanden, die es einfach Spaß macht. Der baut Kümmel an, kann man sich sowas vorstellen. Der ist zwar ein bisschen teurer, aber in der Intensität unschlagbar. Unschlagbar. Wir haben die Zugabemengen reduzieren können, weil sonst der Kümmel sogar ein bisschen überhand genommen hat und prompt kommen. Einen höheren Preis rechtfertigen. Der baut uns Bio-Kürbiskerne an. Sonnenblumen. Was der Geier, was wir so als Bäcker so brauchen. Und wenn wir mal ehrlich sind, so spinnen, dass man irgendwelche exotischen Produkte oder Rohstoffe braucht für Brot. Ist gar nicht wichtig. Kann man mal machen, alles in Ordnung. Aber alles, was wir zum Leben brauchen, haben wir auch in der Region da. Über die Marktschwärme. Das ist bei uns in Schrobenhausen so eine Plattform, Online-Plattform zum, sagen wir mal, regionalen Vertrieb von selbstproduzierten Produkten. Da treffen sich Landwirte, Metzger, Käser, alles, was man sich so vorstellen kann. Und natürlich auch wir Bäcker. Und versuche online vorab unsere Produkte zu verkaufen. Und über diese Plattform bin ich auch auf Erzeuger gekommen, die in der Region für uns Korn anbauen. Gott sei Dank haben wir da einen gefunden, der Bio-Korn für uns anbaut, also Dinkel, Roggen und Weizen, wo wir dann mit unserer eigenen Mühle selber mahlen können zu Vollkornmehl. Und so hat sich das dann entwickelt, dass wir aus dem normalen Bäcker, konventionell, ohne Bio, keine Ahnung von Vollkorn, naja, eigentlich in keinem Brot mehr, in jedem Brot kann man sagen, Vollkornmehl verarbeiten. Und jetzt erst mitgekriegt haben, was das für eine Geschmacksveränderung mit sich gebracht hat. Das ist unglaublich, dass man so lange auf sowas verzichtet hat, aber das ist einfach ein Lernprozess. Und der hört Gott sei Dank nicht auf. Das macht das ganze Handwerk auch so spannend. 20% Vollkorn im Brot, das ist nicht bloß ernährungsphysiologisch eine interessante Geschichte, sondern vor allem geschmacklich. Und nicht falsch verstehen. Wenn ich von Vollkorn spreche, da rede ich nicht von Körnern. Oder rede ich nicht von zwangsläufig irgendwas Groben, irgendwas Körniges, wo ich drauf beiß, sondern wir können das Vollkornmehl auch so fein mahlen, dass jeder schwören würde, das ist ein ganz normales Auszugsmehl. Die Kombination macht's. Wir bieten jetzt Vollkornbrote an, reine Vollkornbrote, also ausschließlich Vollkornmehl.
die Kombination aus Auszugsmehl und Vollkornmehl. Und das sind so viele Nuancen, wo man vorher gar nicht gedacht hätte, die man da so rauskitzeln kann. Und hoffentlich kann ich mit der ganzen Art, Brot zu backen, auch unsere Kunden begeistern. Punkt.